Heute Morgen bin ich mit Bodo unterwegs. Ne, und da sieht man noch die Reste vom Unwetter von heute Nacht. Alles unter Wasser, das ist ja sonst Wiese. Naja, und da hinten am Ende von der Straße auch eine riesengroße Pfütze. Das Meer ist heute Morgen noch mächtig aufgewühlt. Sieht aber auch gut aus, ne? Ah, er ist heute auch früher da als sonst. Nach rechten Seen aufräumen. Ah, da kommt Tatjana. Und hier. Oh, es ist ein Wellengang. Ah, die Autos sind jetzt sehr laut, ne? Oh, das Meer rauscht. Aber es war heute Nacht auch ein Sturm. Eine Orgie von Blitzen, ne? Sowas habe ich ja noch nicht gesehen gehabt. Und dann Starkregen, richtiger Starkregen. War ja auch eine Wetterwarnung rausgekommen wegen der Überschwemmungsgefahr. Und dass dann hier gerade diese ganzen Gewächshäuser, ne? Die gibt es ja nur viele hier mit diesen Pflasterbahnen, ne? Dass sie wohl sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber hier das Meer. Schön. Richtig schön. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ne? Und falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Und ich werde hier noch mit Bodo ein bisschen spazieren gehen. Die Zeit genießen. Ach, das, auch wenn mal Unwetter ist. Aber ist schön trotzdem. Heute, jetzt ist gerade mal so hier 9:45 und 17 Grad. Aber die 17 Grad fühlen sich an wie 20. Ne? Also richtig top. Dort sieht man auch den Bachlauf. Wie er da hier in der Nacht Sand vom Strand überall weggerissen hat. Ne? Da sieht man dann hier, wie stark der Wasserlauf war. Ne? Ja, ich habe mich erstmal hier hingesetzt. Wir haben die Stühle schon so weit fertig gemacht und habe mir frisch gepressten Saft bestellt. Und bei dem Naturschauspiel hier mit den Wellen werde ich erstmal einen schönen Saft trinken. Ne, Bodo? Bodo! Ja, mein Kleiner. Da ist der Dorek, Tatjana ist auch da, aber Tatjana geht ja immer viel schneller wie ich beim Spazierengehen und viel länger. Sie sagt, sie hat geschöpft Wasser am Moor. Sie suchte danach irgendwas, aber ich habe nicht ganz verstanden, was sie da sucht. Bernstein gibt es ja hier nicht. Tatjana und Dorek, die sind jetzt schnell nach Hause. Tatjana hat Hunger, sagt sie. Sie hält das morgens immer nicht so lange aus. Mit dem Essen. Ja, Bodo sind wir ja auch nach Hause, aber etwa einen Saft trinken. Ne, Bodo? Ja. So, jetzt mal frisch gepressten Saft, Mix Orange und Granatapfel. Den lassen wir schmecken und dann ab nach Hause. Ja, überall sieht man hier so eine Stellen, wo die Bäche ganz schön groß geworden sind. Und wo sie hier den Strand weggeräumt haben, ne? Den Strandsand. Aber jetzt ist so ein bisschen zu erkennen, warum die zum Winter hin immer hier die Beplankung von den Badebrücken hier abräumen. Weil der Sturm, wenn er sonst richtig hier kräftig ist, dann kommt er ja wieder viel weiter rauf auf den Strand, ne? Und der Sturm zerschlägt dann nachher alles, ne? Hier, das ist ein Tunnel für die Fußgänger. Und hier knallt das Wasser hier so raus.
Aber wenn man hier jetzt so guckt, aus dem Fußgängertunnel ist dann nach das Wasser so rausgeknallt. Da sieht man hier, Wasser vom Regen wird da gekommen sein muss. Ne? Ist schon Hammer. Die Beachbar bereitet sich vor für den Tag. Aber auch man sieht überall am Strand hier, was die Nacht so gemacht hat. Ne? Ja, aber jetzt soll es wirklich gewesen sein. Ne? Also Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, da drüben der Obst-Gemüsehändler, da hört man eine Pumpe. Ne? Man sieht ja hier auch die Pfütze auf der Straße und da ist ein Gulli, wie schnell das Wasser da reinfließt. Also der Gemüsehändler, der liegt hier ja ein bisschen tiefer dort. Ne? Und der dürfte jetzt hier das Geschäft unter Wasser stehen und wird das leer gepumpt.